Willkommen, liebe Leute, zu einem weiteren Torfan-Tipp hier in Need for Speed 2015. Und zwar bekomme ich ein Autogramm, also schnell Level 50 werden. Dafür geht ihr am besten oder macht immer am besten, zumindest hier ohne DLCs etc. pipapo, öffnet einfach da die Karte und geht hier links unten rüber zu diesem Maximalangriff schwer. Ihr könnt natürlich auch diesen nehmen, Stadtraserei schwer, je nachdem, was euch lieber ist. Ich empfehle aber diesen hier, den Toge oder Tug, keine Ahnung, wie man das genau ausspricht, diesen Maximalangriff. Den Dinger nehmen, dieser geht ratzfatz vorbei, ihr seht es jetzt gleich jetzt selber, wie ich hier einfach nur komplett durchpöse und extrem viele Reputation Points bekomme, um so natürlich ratzfatz auf Level 50 zu kommen. Ich habe gerade eben das Rennen erst abgeschlossen gehabt und natürlich gleich dann wieder hier hingeportet und gleich wieder gestartet etc. pipapo. Und das hier 5 Level innerhalb von hier 8 Minuten, 18 Minuten oder sowas war das hier, also von 45 auf 50 hoch, ne? Geht das Ganze hier ratzfatz, wie ihr das seht. Schwer ist die Strecke hier nicht, obwohl es als schwer angezeigt wird, aber das ist sowas von simpel hier. Hier kann man sogar auch theoretisch praktisch diese fünffach Gedönsel hier machen. Wie hieß denn jetzt nochmal? Sorry, dass ich das gar nicht mehr weiß. Der perfekte Moment, genau. Der perfekte Moment kann man sogar hier auch machen. Aber dafür habe ich nochmal ein extra Video, weil es gibt auch noch eine bessere Stelle, wo man das Ganze hier besser holen könnte. Weil es da in dem Fall ein bisschen einfacher ist. Aber theoretisch auch möglich hier. Genau, die anderen Kollegen, da könnt ihr alle natürlich vergessen, weil das völlig Hupe ist, wie ihr euch da schlagt in den besten Listen und bla bla bla. Müsst natürlich jetzt mit dem aktuellen Need for Speed Patch dann in dem Fall am besten All Drive auswählen und nicht diese besten Listen oder wie es da nochmal hieß, was es da noch als Zusatzoption gibt zum Auswählen, wenn ihr auf Spielen geht. Genau, also am besten All Drive nehmen, dahin jumpen zu diesem Toge Maximalangriff. Genau, und hier einfach nur durchbösen. Jetzt ist es auch so von der Zeit her, ne? Bisher ist es noch nicht wirklich so lange vorbei. Gute 2 Minuten, wo ich jetzt hier laber. Ich war ja hier noch nicht ganz so lange. Easy as that eigentlich, ne? Vorsprung habt ihr mir da genug. Die Kilometer gehen auch ratzfatz hier runter. Und schön entspanntes Kurvenfahren. Und Pünktchen sammeln. Hier ist natürlich hier das ja genau auch so, dass ihr auch mit den Drifts etc. scheiß viele Punkte sammelt. Es gibt auch noch eine andere Stelle, wo man das auch ziemlich gut machen könnte. Aber ich empfinde dennoch hier das hier die bessere Variante. Die andere geht zwar schneller vom Fahren her, bekommt ihr aber weniger Punkte. Also summiert sich eigentlich aufs Gleiche raus, dass es hier dementsprechend ein Tickel länger dauert. Deswegen eher dann diese Strecke hier, weil ihr hier automatisch eigentlich driftet und somit dann die entsprechenden Punkte holt, was sich natürlich dann in den Reputation Points ausschlägt. Das ist glasklar. Muss ich groß nicht erwähnen. Autsch. Gut, selbst das hier macht überall nichts. Ihr solltet zwar halt nur klar gucken, dass ihr da hier dementsprechend ein Auto auswählt, mit dem ihr auch fahren könnt. Ich habe hier noch dieses Standardauto von Anfang an, nur halt dementsprechend halt ein bisschen getunt, wie man das vielleicht sieht. Aber ja, ist hier ganz gechillt. Die Straßen sind eigentlich immer schön breit. Bis auf der Tunnel, da hat mir das in dem Fall nicht gereicht. Habt ihr ja gerade eben selber gesehen. Macht aber nichts. Jo, immer schön hier um die Kurven rumdriften. Ja, und somit dann easy peasy das Teil hier fertig. Innerhalb von, sage ich jetzt mal, guten 3 Minuten. Scheiß viele Punkte. Das sieht man jetzt ja gleich, sobald ich jetzt mal hier reinpöse in das Ziel. Und zack, so. Mal noch kurz hier den Dead Timer abwarten für die anderen Kollegen hier, die natürlich nichts hinkriegen. So, ziehen wir das hier 181.000 Punkte. Ne, ratzfatz Reputation Points 30.000. Bam. Das fetzt natürlich gewaltig rein, ne? So, nochmal 25.000 oben drauf und zack, habe ich jetzt in diesem Fall hier Stufe 50 erreicht. Ja, wie gesagt, das habe ich jetzt die ganze Zeit hier gefahren, ne? Jede Menge Reputation Points, easy as that. Jo, ich wünsche euch was, ne? Viel Spaß beim Nachmachen, haut rein, servus, ciao. Vielen Dank fürs Anschauen meines Videos. Falls ihr noch mehr Tipps oder Tricks benötigt, klickt einfach auf den Playlist-Button. Ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr das Video liked, teilt und mich abonniert. Vielen Dank für eure Unterstützung. Haut rein!